So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, sage ich mal, denn ich hatte ja euch gefragt, ob ich Titanfall 2 Let's Playen soll und habe dazu dann eine Abstimmung gemacht und es haben recht viele Leute abgestimmt. Die meisten haben abgestimmt für ja, ich soll das machen und der andere größte Teil hat abgestimmt für, dass ich erstmal ein kleines Testvideo hochlade, damit ihr seht, wie das so ist. Ich mache jetzt sozusagen eine Mischung aus beidem, also ich mache jetzt gerade ein Infovideo, wo ihr jetzt gerade noch im Hintergrund ein bisschen Gameplay von mir seht und ich erkläre euch insgesamt, worum es in Titanfall geht, weil ich die anderen Folgen danach dann anfangen werde hochzuladen. Ich plane es jetzt jeden Freitag, aber vielleicht mache ich auch, weil ich habe davon recht viele Folgen jetzt schon, weil ich das halt ziemlich viel spiele. Deswegen vielleicht, wenn ich es schaffe, jeden Freitag und Montag vielleicht mal sehen. Auf jeden Fall am besten einmal in der Woche, das sollte ich hinbekommen. Und ja, während ihr jetzt hier gerade noch ein bisschen Gameplay seht, gleich wird ab und zu mal umgeschalten zu anderen Videos, sag ich mal. Denn ich erkläre euch einfach mal kurz, worum es insgesamt in Titanfall geht, weil ihr sonst einfach nichts kapieren würdet, schätze ich mal. Und ich das jetzt in den Folgen nicht spezifisch erkläre. Deswegen wollte ich euch das einfach mal in einem Video hier kurz erklären und danach gibt es einfach nochmal Gameplay. Ja. So Leute, aber da muss ich mich selbst nochmal kurz unterbrechen hier. Und zwar, was ich vergessen hatte, davor in der Tonspur aufzunehmen, deswegen habe ich das jetzt hier noch kurz reingeschnitten. In Titanfall 2 gibt es eine Kampagne, die habe ich aber leider schon durchgespielt. Das heißt, ich will jetzt die erstens nicht nochmal für YouTube durchspielen, deswegen werd ich wahrscheinlich eher Multiplayer machen. Falls ihr es unbedingt sehen wollt, kann ich es auch nochmal spielen. Es würde halt ein bisschen länger dauern dann zum Let's Play. Die Story an sich ist eigentlich ganz gut. Wer die Story kennt, ja, da hat man dann BT, das ist dann unser Titan in der Story, hat ein tragisches Ende, aber ansonsten würde ich es jetzt eher nicht aufnehmen, da würde ich eigentlich, also wirklich, wenn ihr es unbedingt, unbedingt sehen wollt, dann schreibt mir einfach in den Kommentaren oder so, dass ihr es wirklich krass hart sehen wollt und euch darüber freuen würdet. Wenn es jetzt nur zwei Personen sind, werde ich es wahrscheinlich eher nicht machen, weil ich habe darauf halt keine wirklichen Reactions mehr, weil ich die ganze Story schon kenne. Deswegen ist das für mich nicht alles überraschend. Da würde ich euch dann eher raten, guckt es euch dann lieber bei einem anderen YouTuber an oder sowas. Weil, ja. Oder kauft euch das Spiel selbst und spielt die Story selbst. Ist eigentlich eine ganz coole Story, aber wie schon gesagt, ich habe sie eben leider schon einmal durchgespielt. Deswegen, ja, werde ich die jetzt wahrscheinlich eher nicht let's playen. Aber, wie schon gesagt, unten reinschreiben, wenn ihr sie unbedingt sehen wollt. Ansonsten eher Multiplayer-Gameplay. Und ja, jetzt will ich mich nicht weiter unterbrechen. Viel Spaß noch weiter mit dem Video. Also würde ich einfach mal kurz sagen, wir fangen an. Und zwar mit Pilotenausrüstung, denn in Titanfall seid ihr natürlich ein Pilot. Das ist halt euer Spielcharakter. Und dann gibt es eben noch die Titans, aber wir gucken uns jetzt erstmal an, was man alles beim Piloten einstellen kann und so, damit ihr ungefähr wisst, was ist. Also, beim Piloten gibt es verschiedene Taktikfähigkeiten. Eine davon ist, dass man sich unsichtbar machen kann. Das heißt, du bist eben unsichtbar. Für Piloten nicht komplett, aber für Titans bist du wirklich komplett unsichtbar. Aber für Piloten bist du einfach nur so ein durchsichtiger Umriss, sag ich mal. Dann gibt es die Impulsklinge, die zeigt dir für kurze Zeit Gegner durch Wände. Ist eigentlich recht simpel. Dann gibt es Stim, damit wirst du kurzzeitig ganz schnell und dein Leben regeneriert sich. Das nimmt auch Octane in Apex zum Beispiel. Also, ihr werdet, falls ihr Apex spielt und Titanfall aber noch nicht gespielt habt oder andersrum, dann werdet ihr ziemlich viele Sachen erkennen, die gleich sind. So, dann der Haken, also Enterhaken, sagt eigentlich, was es ist. Funktioniert eigentlich so wie bei Pathfinder in Apex. Eine V-Mauer, die verstärkt deine Schüsse, glaube ich, und hält Schüsse von dir ab, also so ein kleines Schutzschild. Mit der habe ich aber noch nie gespielt, richtig. Phasenverlagerung, dass du kurzzeitig in einen Alternativraum teleportiert wirst, so ein bisschen wie Wraith ihre Fähigkeit einsetzt. Und dann gibt es noch den Holo-Piloten, das ist eigentlich so, dass du erstellst einfach eine Holo-Kopie von dir selbst. Das kann zum Beispiel auch Mirage in Apex. Ich vergleiche das jetzt einfach immer, weil ich dann einfach einen Vergleich habe. Ich meine, warum nicht? Ich benutze davon hauptsächlich den Grappling Hook. Ich weiß nicht, ihr werdet vielleicht mal ab und zu Gameplay von anderen Haken-Dingern sehen oder so. Dann könnt ihr noch eine Explosionswaffe einrichten. Einfach,
Entweder normal Splittergranate, Elektrogranate, dann ein Feuerstern, ein Gravitationsstern, Elektrorauchgranate oder eine C4-Ladung. Ihr werdet während den Gameplays dann schon sehen, was das alles so bringt. Das ist recht selbsterklärend. Ansonsten könnt ihr auch gerne das Video nochmal pausieren und selber nachlesen, was da drunter steht unter den ganzen Waffen. Dann kann man sich eine Primärwaffe auswählen. Da gibt es ziemlich viel zur Auswahl, deswegen werde ich jetzt nicht jede einzelne erklären. Ich werde zwischendurch einfach mal ein paar wechseln über die Folgen. Es gibt ein paar Waffen, die ich eher weniger oder gar nicht spiele und dafür halt ein paar, die ich mehr spiele. Aber ihr werdet ein paar Waffen schon in meinem Gameplay dann sehen. So, dann gibt es noch eine Titanabwehrwaffe. Das sind einfach Waffen, die Titanen mehr Schaden machen. Und dann gibt es noch eine Pistole, die ihr auswählen könnt. Dann gibt es noch ein Kit Nummer 1. Da könnt ihr entweder eine Powerzelle nehmen, dass eure Taktikfähigkeit schneller auflädt, dass ihr schneller regeneriert, dass sich eure Granaten schneller wieder aufladen oder dass ihr euch schnell in euren Titan rein teleportiert. Dann gibt es noch ein Kit, wodurch ihr entweder sehen könnt, wo eure Leute gestorben sind, dass ihr an der Wand hängen könnt, dass ihr schwebt, während ihr zielt in der Luft, dass ihr keine Spuren von euren Düsen hinterlasst und auf Titans unbemerkt klettern könnt, also auf gegnerischen oder ja. Und dass ihr bei jeder Beschädigung eines Titans 10% Zuwachs auf die Titan-Anzeige bekommt, also dass euch euer Titan dadurch schneller auflädt. Und dann gibt es noch Exekutionen oder Finisher, wie ich sie nenne. Ihr könnt euch schon mal daran gewöhnen, dass ich die Dinger hauptsächlich immer Finisher nennen werde. Das ist einfach Nahkampfangriffe, die dann krass aussehen, um jemanden umzubringen. So, dann kommen wir mal zu den Titans. Da könnt ihr zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titans, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ich bin dumm, auswählen. Und die werde ich euch jetzt mal kurz erklären. Jeder Titan kann nämlich auch noch spezielle einzelne Titan-Kits und also zwei Titan-Kits und ein Titan-bestimmtes Kit, also nur für diesen Titan auswählen. Die werde ich jetzt aber alle nicht direkt im Detail erklären. Die werdet ihr dann auch verschieden im Gameplay sehen. Und falls ihr es unbedingt wissen wollt, kann ich auch gerne nochmal so ein Video machen, wo ich mein ganzes Einstellungszeug über jeden einzelnen Titan und so erzähle, aber ich glaube, fürs Erste ist es jetzt nicht so krass wichtig. Jeder Titan hat natürlich auch noch seine eigenen Fähigkeiten, aber die erzähle ich euch jetzt gleich mit einem Video noch dazu. Aber davor gucken wir uns kurz noch die Boosts an, die man ausrüsten kann. Die könnt ihr bei der Titan-Anzeige, wenn sich die auffüllt, dann wird euer Boost aufgefüllt und irgendwann könnt ihr den dann einsetzen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, was die ganzen Boosts können. Verstärkte Waffen, verstärkt halt deine Waffen. Ticks sind so kleine Minen, die Gegner suchen. Ein Pilotenabwehrgeschütz gibt es noch, das schießt auf Piloten. Dann sozusagen Wallhacks, nur für euer ganzes Team für eine kurze Zeit. Eine extra Titan-Batterie, womit sich euer Titan ein Schild bekommt und hier extra Leben, falls ihr die später einsetzt. Falls das schon beschädigt ist, Radarstörer, stört den Radar vom Gegner. Titan-Abwehrgeschütz, schießt auf Titans. Autopistol oder Smart Pistol, damit müsst ihr Gegner kurz anvisieren und dann macht ihr automatisch Headshots. Phasenrücksetzung, setzt euch an den letztbesuchten Ort zurück, bevor ihr halt es eingesetzt habt, an den vorherigen Ort, wo ihr davor wart. Panzerhöhle macht ein Schutzschild vor dir. Holopiloten Nova macht ganz viele Kopien von dir, die halt nicht angreifen, sondern halt Holopiloten. Und Würfelwurf, das gibt dir irgendeinen Random Boost, wenn du dich nicht entscheiden kannst. So, und jetzt gucken wir uns aber jeden Titan im Detail an. So, und wir starten einfach mit Iron. Iron ist so ziemlich ein Standard-Titan, der so alles kann, so ein bisschen. Der hat ein Splittergewehr, also Fernkampf ist ganz gut, hat zwei Modi, einen, der Iron-Energie verbraucht, denn Iron hat bestimmte Iron-Energie und ein Schussmodus verbraucht eben keine, der macht dafür aber nicht so viel Schaden und der andere eben schon, macht dafür mehr Schaden. Dann kann er ein Vortex-Schild, der fängt Kugeln auf und schießt sie zurück auf den Gegner. Dann ein Laser, das ist halt ein krasser Laser. Ihr seht es auch alles nochmal im Video. Dann eine Stolperfallenmine, die aktiviert wird, sobald ein Gegner da durchläuft. Und als Ulti hat er einen starken Lasercore oder Lasersystem, der sich durch Gegner schmelzt. So, dann Scorch ist ein recht tankiger Titan. Der hat viel mit Flammen zu tun. Der kann nämlich einmal eine Gasfalle machen, wo du dann mit deiner Waffe die Thermitgranaten schießt, reinschießen kannst und dann wird das in Flammen gesetzt. Der hat ein Thermalschild, welches Kugeln einschmelzt und Schaden an Titans und Piloten verursacht. Der hat eine Feuerwand, das ist so ein Schlag, der sich dann übers Schlachtfeld zieht, und einmal sein Flamecore, der eben eine fette Schockwelle an Flammen verschießt. Dann Northstar, das ist ein sehr mobiler, aber dafür mit sehr wenig Leben. Der hat eine Raygun, die ultimativ fett Schaden mit voll aufgeladenem Schuss machen kann.
Ansonsten kann er noch Traps machen, die andere Titans fesseln. Er kann fliegen für eine kurze Zeit, also hovern. Und eine Cluster-Rakete, die halt über Zeit Schaden verursacht. Und als Ulti hat er ganz viele Raketen schießen, während er über dem Boden schwebt. Dann Ronan, einer meiner Lieblings-Titans. Das ist ein Nahkampf-Titan eher. Der hat einmal eine Shotgun, eine fette, womit du im Nahkampf eben mehr Schaden erzielen kannst. Der hat einmal ein Schwert, was er auch benutzen kann, wodurch er auch eine Arcwave schießen kann, also so eine Energiewelle. Er kann Schüsse mit seinem Schwert abblocken, was den Schaden reduziert. Er kann eine Phasenversetzung machen, wodurch er sich eben auch kurzzeitig in einen Alternativraum porten kann. Und sein Ulti ist, dass seine Schwertattacken verstärkt werden. Dann den Tone. Das ist auch ein recht, naja, normaler Titan, sage ich mal. Der hat einmal ein fettes Geschütz, sage ich mal, womit du Gegner, also große Gegner markieren kannst. Und sobald du drei Markierungen hast, kannst du zielsuchende Raketen abschießen. Du kannst einmal so nah machen, wodurch du Gegner durch Wände sehen kannst. Und eine Partikelwand, wodurch du schießen kannst durch die eine Seite, aber die anderen Schüsse nicht durchkommen. Und als Ulti hat er das Salvensystem, wodurch du ganz viele lenkbare Raketen auf deine Gegner abfeuern kannst. Und Legion, das ist ein sehr, sehr fetter, aber sehr langsamer Schadens-Titan, der einmal eine fette Minigun hat, die fett Schaden verursacht. Da kannst du den Mode umswitchen auf Long Range, also dass du weiterkommst, aber ich glaube weniger Schaden machst. Du kannst ein Gunshield machen, was eben einfach ein Schild um deine Pistole ist. Und als Ulti hast du einen Smartcore, dass du zu einer riesigen Autopistole wirst, dass du einfach alles automatisch erfasst. Und einen Powershot, der ganz viel Schüsse auf einen Schuss sozusagen abfeuert und damit heftig Schaden verursachen kann. Und als letztes der krasseste, ultimative Zerstörer, meiner Meinung nach, das ist der Monarch-Titan. Der hat so viele verschiedene Modi, also ihr könnt euch gerade im Hintergrund das Video angucken, aber bei dem ist es so geregelt, er hat einmal normale, also so eine Maschinengewehr, ich erkläre jetzt nicht ganz genau, was der kann, das werdet ihr in meinem Gameplay sehen, aber der hat halt als Ulti, dass er sich aufleveln kann und du kannst für jedes Level 5 verschiedene Fähigkeiten wählen, die dann deine schon bestehenden Fähigkeiten verbessern, was ich ziemlich cool finde. Er ist am Anfang recht schwach, aber wenn man ihn erst upgradet, wird er ultimativ OP. Er kann, ja, wie schon gesagt, er hat 3 Upgrades insgesamt, also er kann 3-mal sein Core bekommen und dann ist er ultimativ stark. Und ansonsten eigentlich insgesamt ein ziemlich cooler Titan, der auch zum Beispiel, wie ihr hier seht, Energie stehlen kann, während er einen Titan exekutiert. Also ziemlich, ziemlich cool. So, damit wären wir auch jetzt schon so schnell mit allen Groben durch. Jetzt wisst ihr ungefähr, worum es geht. So, man kann, also Titanfall ist ein Spiel, wo du selbst sehr mobil bist als Pilot. Du kannst an Wänden rennen, du kannst Doppelsprünge, du kannst ziemlich viele coole Tricks machen. Ihr werdet aber alles nochmal genauer dann in meinen Gameplay-Videos sehen oder jetzt eben auch in dem Gameplay, was gerade im Hintergrund läuft. Aber das ist jetzt einfach nur so ein kurzes Infovideo gewesen. Ich hoffe, ihr konntet hier irgendwas mitnehmen. Ansonsten guckt es euch am besten nochmal an, wenn ich jetzt alles ein bisschen zu schnell erklärt habe. Aber ich wollte es jetzt nicht alles so ganz ausführlich erklären. Ich glaube, das sollte so reichen. Und ja, ansonsten hätte ich gesagt, ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder, beziehungsweise im nächsten Titanfall-Video. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt genauso viel, wie mir das Spiel Spaß macht. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns, wie schon gesagt, in einem anderen Video wieder. Liken, Abo, teilen, alles Mögliche, ihr wisst schon. Und dann würde ich sagen, das würde ich jetzt schon zum dritten Mal sagen, dass wir uns im nächsten Video hoffentlich wiedersehen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss.